alle weg. Wir sind die Letzten. Ja, geht ja. Da hinten steht noch einer, ist gerade gekommen. Aber sonst, so sieht es also aus, wenn es leer ist. Ach, krass, hast du Weitwinkel noch drauf? Ja, sicher. Boah, jetzt sieht man aber alles. Ja, achso, wir sind übrigens noch immer noch hier. Ach so, genau. Freshen it. Vielleicht kann es mal irgendjemand sagen, wie das richtig heißt. Selbe Campsite wie im letzten Vlog, weil wir machen heute nochmal einen Track hier in dem Nationalpark. Letztes Mal war ja der Aussichtspunkt auf die Wranglers Bay, der hier. Hä? Ah, blenden wir ein? Ja. Und heute geht's runter in die Wranglers Bay. Laufen wir da ein bisschen am Strand lang, noch ein bisschen weiter. Fünf Stunden. Heißt es, soll das dauern. Aber ganz ehrlich, der letzte Track soll angeblich auch 5 Stunden gedauert haben. Wir haben zwei gebraucht hin und zurück. So, das heißt jetzt alles zusammenpacken. Auf geht's. Zack, da sind wir am Parkplatz angekommen. Das Coole ist, dass man hier die Wasserflaschen kostenlos auffüllen kann mit Trinkwasser. Und noch irgendwas war cool. Toiletten? Ach, Toiletten. Hier sind Toiletten. Gestern sind wir den hier, den rot markierten, gelaufen. Und jetzt gehen wir den, glaube ich, ne? Genau. Langen. Machen wir in 2 Stunden. Easy peasy. 12.13 Uhr. Wir gehen los. Ja, der Platz ist ein bisschen voller als der, wo wir gestern waren. Ja, verständlicherweise. Aber verständlich, der Weg ist so viel einfacher. Wir haben jetzt, glaube ich, wie lange haben wir gebraucht? Ihr wisst es ja. 20 Minuten. 20 Minuten haben wir hingebraucht. Aber ich finde Stufen schlimmer als so ein Kraxeln wie gestern. Definitiv. Trotzdem richtig coole Aussicht. Also wer wenig Zeit hat, hierhin. Wer ein bisschen mehr Zeit hat und den Ausblick für sich haben will, hoch. Mount Amos. Das ist der Anfang des Tracks, wir müssen weiter. Ich wünsche, wir können einfach 3 Stunden jetzt hier bleiben. Ja, aber ich muss auch sagen, es ist ein Highlight des Tracks. Badetemperatur, da ist ein großes Minus. Ja, aber das stimmt. Der Rest. Aber das sorgt dafür, dass hier keine Liegestühle sind. So, wenn ich das jetzt hier aber noch richtig auf dem Schirm habe, war der Strand einer der 10 schönsten Strände der Welt. Zu Recht. Jetzt sind wir hier wieder auf dem Track. Jetzt machen wir praktisch einmal hier so ein Crossing übers Land rüber. Und müssten gleich eigentlich zu dem nächsten Strand kommen. Also irgendwie jetzt in einer halben Stunde oder so. Das zweite Highlight vom Track. Hazards Beach, blaues Wasser, weißer Strand. Das sieht aus wie in der Karibik, oder? So, jetzt waren wir hier eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, anderthalb. Und haben festgestellt, wir haben zu wenig Proviant. Ja, wir hatten nur 2 Äpfel mit. Aber guck euch mal die Farben an. Scheiß auf Proviant, wenn man sowas sehen kann. Richtig cool hier der Strand. Der andere war zwar noch eine Nummer cooler. Ja, Wranglers Bay war Perfektion pur. Aber hier, ich meine, ich gehe mal aus dem Bild, ne? Achso, ich auch. Noch 2,5 Stunden Track vor uns. Ich schalte mal ab, ne? Uhr. Geschafft. 4 Stunden, 15 Minuten. Ja, und da mit ordentlich chillen am Strand. Mann, jetzt haben wir richtig Hunger. Jetzt haben wir Hunger, ey. Aber hallo.
Pommes. Wir haben jetzt keine Geduld gehabt, irgendwas im Van zu machen, deswegen haben wir uns jetzt direkt hier Pommes geholt. Übrigens an unserem absoluten Insider-Tipp, glaube ich, für ganz Tasmanien. Ja. Warte, wir essen erst und dann zeigen wir. Also eigentlich sind wir hier auf einem ganz normalen Spielplatz. Mit einer Besonderheit. Strom. Hier sind Steckdosen. Das ist hier so eine Grillhütte. Und hier sind einfach zwei Steckdosen. Und hier laden wir alles auf. Gerade Laptop angeschlossen, Handy angeschlossen, Powerbank angeschlossen. Wir waren schon mal hier, da haben wir hier einfach hier Wasserkocher angeschlossen, Tee gemacht und Tee hingesetzt. Einen können wir aber noch drauflegen. Da ist ein Klo. Auch am Spielplatz. Und wo das Ganze ist, ist hier. Jetzt aber nicht nur bekannt dafür, dass es einen Spielplatz mit Steckdose und Klo gibt, auch wenn es der reinste Campertraum ist, sondern auch dafür, dass man hier in der Bucht, die an der Stadt ist, Wale sehen kann zu einer bestimmten Zeit. Wir hatten gelesen, jetzt in der Zeit, wo wir gerade hier sind, also Ende Oktober, Anfang November, bestünde die Chance, Wale tatsächlich zu sehen, wie sie hier vorbeiziehen. Und vor ein paar Tagen sind wir schon mal hier an der Stadt vorbeigefahren, auf dem Weg zum Nationalpark. Da haben wir dann auch die Steckdosen entdeckt. Und als wir dann auf der Stadtkarte gesehen haben, dass da ein Punkt eingezeichnet war, Aussichtsplattform für Walbeobachtung, wo wir schon mal hier waren, dachten wir, gehen wir da mal direkt hin, haben aber ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir da wirklich Wale sehen würden. Haben wir aber. Haben wir aber. Wir haben hier auf Tasmanien das erste Mal Wale gesehen in freier Wildbahn. Buckelwale. Cool. Und ich glaube, eine Mutter mit ein oder zwei Kindern. Warum so ein Erlebnis jetzt hier einfach nebenbei kommt, wir haben an dem Tag nicht gevloggt, aber natürlich die Kamera mit auf den Hügel genommen und hat sich gelohnt. Ach so, Outro-Time, ne? Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier zum nächsten Video. Sobald es online ist. So, mal gucken, was die Akkus machen.